ich sage mal alle etwas ganz Triviales, einen offenen Dialog, den kennen Sie alle. Ja, denken Sie dran, ziehen Sie den erstmal auf die korrekte Größe, der geht auch größer, also größer ziehen. Das Zweite, Sie haben ja die Möglichkeit, hier oben eine Bildvorschau zu machen, also zum Beispiel hier so. Und jetzt können Sie die Bilder aber auch, ja, oder auch nicht, hier stufenlos zoomen. Und zwar, wenn Sie die Steuerungstaste gedrückt halten, während Sie das Mausrad drehen. Also es stehen nicht nur die Größen hier zur Verfügung, sondern Sie können annähernd zumindest stufenlos die Bildgröße einstellen. Ja, wenn ich jetzt hier reingehe, hier bei Details und drehe einfach jetzt an der Liste. Sie sehen auch in der Detailansicht, also mit diesen Eigenschaften kriegen Sie hier ein Bild rein. Ja, das ist wichtig. Nicht nur hier umschalten, dann haben Sie nämlich nur noch Symbole, auch bei Details. Steuerungstaste drücken, am Mausrad drehen, Vorschaubildchen größer oder kleiner machen. Dann haben wir hier, wenn Sie auf eine Datei fahren, kurz warten, so ein kleines Fensterchen, wo die iProperties der entsprechenden Datei angezeigt werden. Sie können die Anzeige der iProperties, die Sie hier in dieser kleinen, in diesem Rechteck, in diesem kleinen Kasten sehen, die können Sie konfigurieren. Das ist eine XML-Datei. Wenn Sie dazu Fragen haben, schicken Sie mir am Ende der Präsentation einfach eine Mail. Ich wollte das alles noch mal ein bisschen zusammenstellen und dann wollte ich Ihnen das auch reinschreiben. Dann haben wir die Möglichkeit, über einen Rechtsklick, ja, zum Beispiel hier drauf, zu sagen, okay, zeig mir doch bitte mal die iProperties an. Also Sie können direkt die iProperties hieraus sich anzeigen lassen, zum Teil auch bearbeiten. Und was ich ganz wichtig finde, Sie haben hier die Möglichkeit, eine Datei in Inventor View anzuzeigen. Der Vorteil für Sie liegt darin, dass die Anzeige in Inventor View, vor allem bei großen Dateien, in aller Regel schneller geht, wenn Sie die Datei in Inventor aufmachen, nur um sie mal schnell anzuschauen. Also nutzen Sie die Möglichkeit, den Inventor View hier zu verwenden. Ja, können Sie ganz einfach einen Rechtsklick machen und können das Ganze anzeigen lassen. Dann eine weitere wichtige Sache, vor allem wenn Sie sehr lange Listen haben. Also hier habe ich jetzt nicht so viele Dateien drin. Ja, aber wenn Sie lange Listen haben mit Dateien und es wird unübersichtlich, dann geben Sie hier unten ein, nach was Sie suchen, zum Beispiel Klemme, Stern, dann Enter, dann kriegen Sie auch noch die Dateien angezeigt. Geht übrigens in jeder offenen Dialogbox, natürlich nicht nur im Inventor, das ist eine Windows-Funktion. Und Sie können so die Darstellung der Dateien in der Liste filtern. Das geht auch, indem Sie zum Beispiel Stern tippen, dann einen Teil des Dateinamens, dann wieder Stern, dann haben Sie zum Beispiel die Datei, wo 110 drin vorkommt, oder nur Stern, Enter, sehen Sie wieder alles. Natürlich genauso hier die Möglichkeit, natürlich nach Dateitypen zu filtern, das kennen Sie ja sicherlich. Dann haben wir hier unten die Möglichkeit, die Projektdatei zu wechseln, das kennen Sie aber, denke ich, auch. Eine weitere Sache, Sie können hier mehrere Dateien auswählen und die auch gleichzeitig öffnen. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie mehrere Dateien aufmachen wollen, nicht die Dateien separat immer öffnen, sondern wählen Sie die an. Windows typisch entweder mit gedrückter Steuerungstaste, wenn es mehrere verschiedene sind, die nicht nacheinander kommen, oder mit gedrückter Umschalttaste, in der Worttaste die erste, die letzte und alles dazwischen markiert. Ja, Umschalt- oder Steuerungstaste für Mehrfachauswahl. Dann auf Öffnen gehen die Dateien alle auf einmal auf. Dann weitere wichtige Funktion, ich schalte mal nochmal geschwind hier meine Bildchen ein. Was immer gern ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, ist die Funktion der Optionen. Also nehmen wir hier eine Baugruppe und ich gehe hier unten auf Optionen. Da kann ich bei einer Baugruppe zum Beispiel einstellen, welche Detailgenauigkeit verwenden möchte beim Öffnen, welche Positionsdarstellung. Ja, also ich kann es schon auswählen, bevor ich die Datei aufmache. Bei einer Zeichnung zum Beispiel kann ich hier reingehen und könnte hier sagen, ich möchte die Aktualisierung aufschieben. Das bedeutet,
Invento macht die Zeichnung zwar auf, er aktualisiert sie aber nicht sofort. Ja, können Vorteil sein, wenn ich weiß, wenn ich die Zeichnung jetzt aufmache, das Aktualisieren geht 10 Minuten, ist eine riesige Zeichnung, ist etwas unangenehm. Ja. Also aktualisieren aufschieben, Sie können es in den Dokumenteinstellungen dann später wieder rausnehmen, dann wird die Zeichnung aktualisiert. Dann schätze ich noch etwas stiefmütterlich, was die Funktion Suchen hier verwendet. Da haben Sie die Möglichkeit, innerhalb von Dateien, die auf der Festplatte liegen, nach bestimmten Eigenschaften zu suchen. Nämlich nach iProperties, aber auch so Sachen wie, such mal alle Blechteile zum Beispiel in einem Verzeichnis. Ich suche jetzt ein bestimmtes Material, das mit Stil beginnt, fügt diesen Suchausdruck zu meiner Liste hinzu, steht da hier oben drin, sagt noch, durchsuch mir bitte alles und klicke hier auf Suchen und sucht er mir alle Dateien raus, wo in der Liste drin steht oder die das Material haben, Stil. Für das Öffnen einer solchen Datei, wenn Sie jetzt sagen, okay, die möchte ich jetzt zum Beispiel aufmachen, das ist jetzt ein bisschen seltsam, das Verhalten. Sie machen einen Doppelklick drauf und machen diese Box hier einfach zu. Und dann sehen Sie, dann wird die Datei geöffnet und, wenn wir mal schnell reingucken, sehen Sie hier Material Stil. Okay, soweit denke ich. Letzter Punkt zum Öffnen-Dialog. Nutzen Sie die Möglichkeit der häufig verwendeten Unterordner. Das sehen Sie hier. Ich habe hier einen Arbeitsbereich. Das ist so für meine CAD-Messe, sind das die ganzen Daten, die ich da bereitgestellt habe. Und hier ist ein Unterordner, nämlich der Ordner Klemme. Das ist der hier. Und wenn Sie jetzt gerade, wenn Sie Projekte nutzen, wo Sie eine Projektdatei für sehr viele, Konstruktionen verwenden, die eigentlich getrennt sind, also verschiedene Verzeichnisse, dann können Sie hier die Unterverzeichnisse ergänzen, die Sie häufig brauchen. Dann müssen Sie nur noch draufklicken, dann springen Sie direkt da rein. Das machen Sie hier über die Projekte. Ja, hier gibt es die häufig verwendeten Unterordner. Die sind hier drin. Also, das wären mal ein paar Kleinigkeiten zum Öffnen-Dialog. Jetzt kommt vielleicht der wichtigste Tipp von allen, und zwar, Sie haben wahrscheinlich alle einen Virenscanner. Gehen mal schwer davon aus. Und Sie haben wahrscheinlich einen Virenscanner auf Ihrem Rechner und Sie haben einen Virenscanner auf Ihrem File-Server. Schließen Sie, wenn es möglich ist, Inventor-Dateiendungen aus dem Scan aus. Ich hatte jetzt gerade vor kurzem den Fall, war beim Kunde, ein Thema war auch, ja, meine Baugruppen dauern so lange, bis sie geladen sind, wobei es war in dem Fall waren es 2 Minuten oder so, also es ist eigentlich nicht so lang, aber 2 Minuten sind halt 2 Minuten, ja. Und unter anderem habe ich ihm gesagt, er soll auch einfach mal prüfen, ob er die Dateiendungen von Inventor, also vor allem IPT und IAM, bei seinem Virenscanner aus dem Scan ausschließen kann. Und zwar auf seinem Rechner oder auf seinen Rechnern, auf dem Workstation, wie auch auf dem File-Server. Ein paar Tage später habe ich eine Rückmeldung bekommen, das Laden geht nur noch 1 Minute, also doppelt so schnell. Und das hatte ich beim anderen Kunden auch schon. Also ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn es durch Ihre IT oder durch Sie selber möglich ist, sagen Sie Ihrem Virenscanner, er soll die Inventor-Dateien in Ruhe lassen. Weil eine große Baugruppe lädt eben viele Dateien und wenn die durch den Virenscanner durchgeschleust werden, auf dem Server und auf Ihrem Rechner, das dauert einfach. Ja, schließen Sie die einfach aus, Sie werden sehen, Sie gewinnen mit hohe Wahrscheinlichkeit an Geschwindigkeit bei großen Baugruppen. Ein weiterer Bereich, der wichtig ist, wenn man mit Inventor arbeitet, ist ja die Benutzeroberfläche. Und Sie wissen ja selber, Autodesk hat, glaube ich, bei Inventor 2010, wenn mich alles täuscht, die Oberfläche umgestellt. Und zwar von der alten mit den Symbolen auf die neue mit den Ribbons oder den Multifunktionsleisten. Das sind die Dinger hier oben dran, kennen Sie wahrscheinlich alle. Da kann man natürlich jetzt sehr, sehr viel anpassen, eine riesen Wissenschaft draus machen. Ich zeige Ihnen mal die Sachen, wo ich zum Beispiel jedem in der Schulung zeige, wo ich sage, passt mir die Sachen an. Ihr müsst die 3, 4 Dinge wissen, dann könnt ihr die Oberfläche sehr einfach anpassen, wenn euch was nicht gefällt, dass es für euch einfacher ist zum Arbeiten. Punkt 1,
jeder Bereich, also IPT, IAM bzw. IDW, hat ja immer ein Hauptregister, also 3D-Modellierung zum Beispiel. Ja? Oder bei der Baugruppe ist es, glaube ich, Zusammenfügen und bei der Zeichnung ist mit Ansichten oder sowas. Also das erste Register, da, das bewegen Sie sich in der Hauptsache beim Arbeiten. Und hier haben Sie die Möglichkeit, über einen Rechtsklick Gruppen anzeigen, weitere Gruppen einzublenden. Also nehmen wir das Beispiel, Sie brauchen häufig die Simulationsumgebung. Die wäre die hier. Sie müssen nicht jedes Mal auf Umgebungen Belastungsanalyse gehen, sondern Sie blenden hier die Gruppen ein, gehen hier auf Simulation, ja, und haben hier das Icon dazu. Blenden Sie die Gruppen ein, die Sie brauchen, beziehungsweise von mir aus auch natürlich die Gruppen aus, die Sie nicht brauchen. Also ich habe bei mir eigentlich fast immer Simulation drin. In aller Regel auch einfügen, das ist das hier, weil Sie hierüber, falls konfiguriert, nämlich wunderbar Ihre iFeature direkt einfügen können. Ja, viel einfacher, wenn Sie da mal das Ribbon wechseln müssen. Das wäre mal das Erste. Das Zweite ist der Schnellzugriff-Werkzeugkasten. Das ist die Leiste hier oben, die da, wo auch Öffnen, Neu und so weiter ist, zurück. Da haben Sie hinten einen kleinen Pfeil. Wenn Sie den rausklappen, haben Sie eine ähnliche Funktionalität wie bei den Gruppen. Sie können hier weitere Knöpfchen einblenden oder auch natürlich ausblenden. Zum Beispiel iProperties sind hier standardmäßig nicht drin. Da gehen Sie hier drauf, wählen hier die iProperties aus und haben hier den iProperty-Knopf. Ist vielleicht angenehmer, wie die iProperties sonst irgendwo aufzurufen. Ja? Also, auch hier dran denken, schalten Sie die Knöpfchen dazu, die Sie brauchen, oder von mir aus auch weg, die Sie nicht brauchen. Jetzt kann es ja trotzdem sein, dass Sie, obwohl Sie alle Gruppen eingeblendet haben, die möglich sind, und alle Knöpfchen im Schnellzugriff-Werkzeugkasten eingeblendet haben, die möglich sind, dass trotzdem noch Befehle fehlen, die Sie häufig benötigen. Ich will Ihnen mal ein Beispiel zeigen. Hier im Register Prüfen gibt es die Schnittfunktion. Querschnittsanalyse, wo Sie vielleicht sagen, da brauche ich aber eigentlich gar nie. Die ist aber ganz praktisch. Sie können nämlich mit der Funktion ein Bauteil dauerhaft geschnitten darstellen. Was eigentlich ja sonst nur geht innerhalb des Bauteils, wenn Sie eine Skizze haben, während Sie die Skizze bearbeiten mit Grafikkarten, beziehungsweise wenn Sie in einer Baugruppe sind und einen Baugruppenschnitt machen. Es gibt ja eigentlich keine vergleichbare Funktion für die Art Baugruppenschnitt, wo das so ein Teil ist. Aber mit Schnitt geht es. Sie wählen die Schnittebene aus, sagen okay, und das Teil wird dauerhaft entsprechend so geschnitten dargestellt. Und ich habe hier auch den entsprechenden Eintrag. Ich kann hier über einen Rechtsklick das wieder unsichtbar schalten. Und ich kann auch, indem ich hier drauf gehe, einen zweiten Schnitt setzen. Jetzt kann ich zwischen diesem Schnitt und diesem Schnitt hin und her wechseln. Ja, das ist eine ganz feine Sache, um einen Teil geschnitten darzustellen. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, dieser Knopf, der ist ja sehr nützlich, den würde ich doch gern leichter erreichbar haben, nicht jedes Mal überprüfen gehen muss, Rechtsklick auf den Knopf zum Schnellzugriff-Werkzeugkasten hinzufügen. Jetzt haben Sie den hier oben drin. Ja, jetzt haben Sie den hier oben drin. Und ja, der dritte Bereich, wo es was zu tun gibt, einstellungstechnisch, ist die Navigationsleiste, ist die hier. Das heißt, die sieht hier so aus, da haben Sie ein paar Anzeigebefehle, die Sie eigentlich die allermeisten gar nicht brauchen, weil Sie haben ja alles auf dem Space Mouse, auf der Tastatur und so. Bloß den Knopf, der meines Erachtens nützlich ist, der ist natürlich wieder nicht automatisch eingeblendet. Das sind nämlich die visuellen Stile. Also so sieht es eigentlich aus. Gehen Sie auf diesen kleinen grauen Punkt, gehen Sie auf die visuellen Stile, also wenigstens auf die. Ja, Sie können eigentlich auch alle einblenden, alle Knöpfe. Was der Befehl jetzt macht, ich mache nur mal schnell den Schnitt raus, dann sieht man es ein bisschen besser. Da können Sie jetzt sehr einfach und schnell auf schattiert mit Kanten umschalten
oder zum Beispiel Drahtkörper mit verdeckten Kanten. Da sehen Sie einen schönen Effekt übrigens. Ja. Den sehen Sie dann, wenn Sie Schatten und Reflexionen aktivieren in der Ansicht. Ja, sieht ganz hübsch aus so. Und das kriegen Sie hin, einfach hier visuelle Stile rein, hier umschalten. Die Alternative wäre ja, über Ansicht zu gehen und es hier zu machen, was ja auch wieder unnötiges Geklicke ist, weil immer schattiert mit Kanten ist nicht gut, wenn Sie große Baugruppen haben. Lassen Sie Kanten bei großen Baugruppen nach Möglichkeit weg, weil was den Mentor nicht anzeigen muss, muss er nicht rechnen. Ja, ja, nutzen Sie schattiert. Bei Einzelteilen ist aber wiederum schattiert mit Kanten vielleicht besser wie schattiert, weil Sie dann in der Draufsicht irgendwelche Sacklöcher und so besser erkennen können. Ja, wieder anders ist es besser, Sie haben einen Drahtkörper mit verdeckten Kanten und so weiter. Also, schalten Sie das hier um, geht schneller wie über Ansicht. Einfach Knopf einblenden und schon haben Sie es. Gehe mal zurück. So. Und noch eine Sache, die ich für wichtig erachte. Und zwar geht es da um folgendes Verhalten. Und zwar, wenn ich hier mal reingehe und bearbeite hier einen Teil in der Baugruppe, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten der Darstellung. Entweder ich sehe alles andere durchsichtig oder ich sehe alles andere normal, wie es bei mir der Fall ist. Umschalten tue ich das über Ansicht, Darstellungen transparent ein oder aus. Das ist für meinen Geschmack auch ein bisschen arg weit weg, das Knöpfchen, weil ich persönlich finde die Funktion eigentlich ganz wichtig, weil ab und zu möchte ich primär das Teil sehen, der Rest durchsichtig. Ab und zu ist aber auch praktischer, wenn ich einen Teil bearbeite, dass ich das sauber erkennen kann, den Rest. Möglichkeit Nummer eins, Sie haben hier ein Icon, Rechtsklick und sagen hier in Hauptleiste verschieben. Jetzt springt der Knopf hier hoch. Sie können jeden Knopf von unten nach oben reinpacken. Wenn Sie sagen, da unten nützt immer nichts, ich brauche ihn hier oben drin. Jetzt ist der Befehl immer noch gruppiert. Rechtsklick drauf, Gruppierung der Befehle des Dropdown-Menüs aufheben und siehe da, jetzt haben Sie zwei einzelne Knöpfchen. Und jetzt könnten Sie ja noch, wenn Sie Lust haben, zum Schnellzugriff-Werkzeugkasten hinzufügen, da können Sie hier umschalten. Ja, wenn Sie das häufiger brauchen, packen Sie die Dinger natürlich logischerweise hier rein und nicht irgendwo da unten versteckt. Der umgekehrte Weg geht natürlich auch. Rechtsklick, Befehle gruppieren, Rechtsklick, in erweiterte Schaltflächenleiste verschieben. Jetzt ist der hier unten. Ja, also, geht von unten nach oben oder von oben nach unten. So. Das die paar wichtigsten Punkte zur Oberfläche. Jetzt gehen wir mal hier rein und ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine Präsentation von mir gesehen haben oder mal eine Schulung gemacht haben, dann kommt Ihnen folgendes Bauteil vielleicht bekannt vor. Der gute alte Lagerbock, nehme ich für alles Mögliche her. Ja, Sie sehen, wir sind in der Skizze drin. Denken Sie dran, seit Inventor 2011 können Sie da jetzt auch zum Teil zumindest Maße eintippen. Nutzen Sie die Möglichkeit. So. Ja, zeichnen Sie die Skizze nach Möglichkeit auch immer so groß, wie sie später werden soll. Machen Sie nicht eine Skizze, die eigentlich einen Meter lang ist, nur 3 mm oder andersrum. Denn Inventor 2013 verzeiht hier eher wie die drunter, weil er nach dem Setzen des ersten Maßes der Rest des Kits skaliert, das ist eine neue Funktion in 2013, aber alles drunter macht den Inventor eben nicht und verzerrt ihn nur die Skizze. Dann auch so ein Punkt, denken Sie dran, wenn Sie ein Maß setzen, können Sie dem direkt eine Dicke geben. Oder, nein, in dem Fall Dicke ist gleich 10. Ja, benennen Sie Parameter, die wichtig sind mit einem bestimmten Namen. Ja, Sie sehen, das Ding heißt jetzt Dicke. Dann weiterer Punkt. Verknüpfen Sie Parameter miteinander. Ja, wenn dieses Maß, das ist momentan 6,8 ist, auch gleich dem Maß hier vorne sein soll, dann verknüpfen Sie das. Ja, dann sieht das Ganze nachher so aus. Dann machen wir hier noch einen Kreis hin. 25, sieht das schon mal so aus. Dann an die Möglichkeit denken, hier Toleranzen zu vergeben.
Ich mache mal eine symmetrische Toleranz von einem Zehntel. Und hier denken Sie an die Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, okay, ich mache hier eine Passbohrung später mal. Ja? Also vergeben Sie nach Möglichkeit gleich im Modell die Passmaße und die Toleranzen, dann haben Sie es später beim Detaillieren und Umständen etwas leichter. Und vor allem natürlich auch, falls jemand anders dieses Bau dann nachher detaillieren sollte. Allgemeiner dazu von Maßung. Standardmäßig ist ein Inventor so bis 2013. Wenn Sie bemaßen und setzen ein Maß, müssen Sie das Maß anschließend nochmal anklicken, um es zu bearbeiten. Das können Sie umschalten in verschiedenen Stellen. Das einfachste ist, Bemaßung aufrufen, Rechtsklick und dann hier den Haken bei Bemaßung bearbeiten setzen. Und wenn der Haken drin ist, dann können Sie direkt ein Maß platzieren und es wird automatisch der Maßwert abgefragt. Dann nehmen wir eine Linie, eine tangentiale Linie von diesem Punkt tangential an diesen Bogen hier. Würde man wahrscheinlich jetzt auf die Art und Weise machen, muss eben hier ein bisschen zielen, bis man den Tangentialpunkt hier gefunden hat. Einfacher ist es meistens, das genau andersrum zu machen. Sie fangen auf dem Bogen an, linke Maustaste gedrückt halten, während Sie wegfahren, also nicht einfach nur klicken, sondern auf der Maus draufbleiben. Und jetzt sehen Sie, wird die Linie automatisch tangential gezeichnet. Sie fahren nur noch auf den Endpunkt runter und sind fertig. Wenn Sie bei gedrückter Maustaste vom Bogen wegfahren, und zwar ja, so nicht, sondern radial, also so in diese Richtung, sehen Sie, wird eine radiale Linie gezeichnet. Das heißt, die Linie ist ausgerichtet zum Mittelpunkt des Bogens. Ja, fahren Sie tangential weg, eine tangentiale Linie, fahren Sie radial weg, eine radiale Linie. Und machen Sie das Gleiche bei gedrückter Maustaste von einer Linie weg, wird automatisch eine lotrechte Linie gezeichnet. Ja, sehen Sie hier lotrecht durch den Punkt, ja, geht es sehr flott, einfach bei gedrückter Maustaste das Ganze machen. Dann denken Sie dran, wenn Sie extrudieren wollen, drücken Sie einfach E für Extrusion innerhalb der Skizze. Das geht am schnellsten aus der Mitte, 80, Enter und dann ist es soweit gemacht, das Ganze. Schöne Neuerungen 2013 Inventor. Endlich kann man das Material da oben einstellen, nicht nur die Farbe. Und die Farbe aber natürlich auch noch. Ich mache die mal auf Stahl. So. Jetzt möchte ich bohren. Nutzen Sie zum Bohren auch die Möglichkeit, ein Bohrbild zu erstellen. Ja? F7 Grafikkarten, schneide ich mir den Rest ab. Ziehe ein Rechteck, markiere das Rechteck und wähle jetzt hier oben rechts Mittelpunkt. Jetzt sind die Eckpunkte des Rechtecks sind jetzt Bohrungspunkte. Das sind immer noch genau die gleichen Punkte wie vorher auch, die werden optisch anders dargestellt. Sinn und Zweck ist einfach, dass die Bohrungsfunktion diese beiden oder diese vier Punkte automatisch wählt. Gut, das ergibt sich. So, dann ist die Skizze auch fertig. Machen Sie das Auswählen des Rechtecks und die Bohrungspunkte setzen immer möglichst früh, also ob Rechteck oder Viereck oder was auch immer, ist egal. Denn wenn Sie erst ausrichten, haben Sie hier auch nochmal einen Punkt. Wenn Sie dann ein Rechteck drüber ziehen und dann sagen, mach mir da so ein Mittelpunktkreuz draus, dann würden Sie auch ein Kreuz draus, dann wird er hier auch automatisch bohren, was ich ja nicht möchte. Deswegen Geometrie am besten relativ schnell wählen. Dann wähle ich hier H für Bohrung, das Kürzel, gebe den Bohrungsdurchmesser ein, Enter und die Löcher sind gebohrt. Dann die Skizze hier wieder verwenden. Wir haben ja in der ersten Skizze den Rippenquerschnitt auch bereits reingemacht. Aber deswegen gemacht, weil es einfach ist, das jetzt in dem Fall alles in eine Skizze zu packen, jetzt für die Rippe eine weitere Skizze zu machen. Muss ich eine Mittelebene, muss Zeug projizieren, das ist alles unnötige Arbeit. Nutzen Sie die Möglichkeit, Skizzen wieder zu verwenden, indem Sie in eine Skizze einfach die Geometrien oder die Querschnitte von mehreren Elemente reinpacken, machen die
wieder sichtbar, beziehungsweise sagen Skizze wiederverwenden, dann wieder Extrusion, Querschnitt aus der Mitte. Die Breite der Rippe soll gleich sein der Dicke. Sehen Sie, ich klicke das Maß hier einfach an, er schreibt hier Dicke rein. Also hängt jetzt die komplette Dicke hier und die Breite der Rippe, die hängen zusammen. Das heißt, würde ich jetzt eins davon ändern, würde alles mitgehen, was in dem Fall Absicht ist. Dann abrunden. Ich möchte abrunden alle Kanten, also die hier, die hier, die hier, die hier, die da und alle auf der anderen Seite auch noch. Könnte ich jetzt 10-mal klicken, muss ein bisschen gut ziehen, oder ich sage hier einfach alle Innenradien. Ja, gucken Sie mal, ob Sie ab und zu wirklich so einen Fall haben, dass Sie sagen könnten, machen wir alle Innen- oder alle Außenradien, da sind Sie viel, viel schneller, wenn Sie jetzt anfangen, 10 oder 20 Kanten einzeln anzuwählen. Das ist der Lagerbuch, schon ist er fertig. Es gibt drei wichtige Sachen, wo ich meinen Schulungsteilnehmer immer sage, man kann jetzt sagen, okay, Teil ist fertig, wunderbar, das passt ja. Man sollte drei Sachen jetzt aber trotzdem noch machen. Punkt 1, natürlich die I-Properties ordentlich ausfüllen. Wenn Sie ein Zeichnungsverwaltungssystem haben, macht es das Zeichnungsverwaltungssystem vielleicht für Sie, dann haben Sie Glück gehabt, dann müssen Sie nichts ausfüllen. Ansonsten natürlich immer darauf achten, die I-Properties ordentlich auszufüllen. Machen Sie es jetzt, dann können Sie es nicht vergessen. Punkt 2, immer dran denken, auch natürlich das korrekte Material zu vergeben. Vergisst man auch relativ leicht, wenn man ja denkt, okay, Geometrie ist fertig und dann macht man einfach im nächsten Teil weiter. So, das sind die zwei Sachen. Und das dritte, das wird eigentlich am häufigsten vergessen, ist folgendes. Wenn ich jetzt mal hier rüber gehe und sage ich mal von dem Lagerbuch mal eine Zeichnung. Jetzt sehen Sie, schlägt mir der Inventor diese Ansicht vor. Warum? Weil hier sagt er Ausrichtung vorne. So, wenn Sie jetzt anfangen, hier dann hier wild rumzuklicken, bis Sie mal irgendeine Ansicht gefunden haben, die Ihnen gefällt, ist es ja beim Einzelteil nicht so das Riesenproblem, es ist ein bisschen Probiererei. Aber bei einer größeren Baugruppe, wenn die Voransicht immer aktualisiert werden muss und Sie gar nicht mehr richtig erkennen, ob Sie jetzt von vorne oder von hinten rauf gucken, es ist keine so optimale Vorgehensweise. Deswegen jetzt das Dritte, was Sie machen sollten bei Modellen, und zwar stellen Sie die Voransicht korrekt ein. Sie drehen das Modell über den Würfel so hin, wie Sie sagen, so soll später meine Voransicht sein. Also die Ansicht möchte ich später in der Zeichnung haben. Rechtsklick drauf auf den Würfel, aktuelle Ansicht festlegen als vorne. Ja, es steht ja auch vorne. Und wenn wir nochmal hier rüber gehen, dann wird er es auch als vorne nehmen. Sie sehen hier, ohne probieren, einfach aufrufen und die Ansicht passt. Also denken Sie bitte daran, das zu machen. Und eine weitere Einstellung, die aber auch mit dem ViewCube zusammenhängt, ist, wenn ich F6 drücke für die Ausgangsansicht, liegt das Teil jetzt so da. Was natürlich auch jetzt nicht sonderlich toll ist. Eigentlich sollte das Teil in der Ausgangsansicht, also F6 oder auch zum Beispiel hier über rechte Maustaste, Ausgangsansicht, zum Beispiel irgendwo so liegen. Dann drehen Sie es ungefähr so hin, wie Sie es haben wollen, richten es nochmal exakt über den Würfel aus, falls Sie das wünschen. Klicken den Würfel wieder mit der rechten Maustaste an, wählen aktuelle Ansicht als Ausgangsansicht festlegen und sagen hier mit fester Entfernung oder an Ansicht anpassen. Es ist einfach, er zoomt immer gleich, hier macht er immer Zoom Grenzen. Ist den größer, kleiner wird, zoomt es her oder weg. Also was Sie hier wählen, ist eigentlich Wurst. Ja. So, hat es zur Folge, ich drehe es irgendwie hin, drücke auf F6 und habe wieder die korrekte Ausgangsansicht. So, das sind die Sachen, die man machen sollte, wenn man mit dem Modell soweit fertig ist. Und wenn man dann, wie gesagt, tatsächlich fertig ist mit dem Teil, dann wird man hergehen und wird eine Zeichnung machen. Also hier rüber gehen, Erstansicht, dann macht man die hier, macht die hier, macht die hier, macht die hier, erstellen. Dann markiert man die bei gedrückter Steuerungstaste. Die drei Ansichten, Rechtsklick, automatische Mittellinien, okay, hat die Mittellinien drin. Dann markiert man diese Ansicht, Rechtsklick, Bemaßungen abrufen.
Jetzt in meinem Fall werde ich hier, sagt das gesamte Bauteil, also von diesem Bauteil die Maße, bitteschön. Zoom das ein bisschen her und sage, ich möchte dieses Maß, dieses Maß, dieses Maß, dieses und dieses hier und das hier. Okay, jetzt sind die Maße drin. Die könnte man jetzt hier noch ein bisschen schön ausrichten, wenn man das haben möchte. So. Das habe ich absichtlich so gelassen mit drei Nachkommastellen. Sieht ja jetzt überhaupt nicht schön aus. Über einen Rechtsklick hier Stil oder Stilbemaßung bearbeiten. So, dann gehen Sie rein, sagen nachfolgende Nullen weg, bei Winkel auch nachfolgende Nullen weg. Dann hier bei Toleranz nachfolgende Nullen weg. Speichern, fertig und dann sieht es schon ganz ordentlich aus. Und Sie sehen hier wieder, wenn Sie die Bemaßung abrufen, nimmt er die Toleranz und das, die Passung hier aus dem 3D-Modell mit. Also Sie sehen, Toleranz, Passung im 3D-Modell angegeben, Bemaßung abrufen, haben Sie es hier in der Zeichnung ebenfalls drin. Da, was man auch häufiger mal braucht, sind natürlich unsere Oberflächenzeichen. Ich platziere hier ein Oberflächenzeichen, sage bearbeitet, 6,3 und OK. Wenn Sie jetzt ein weiteres Oberflächenzeichen brauchen, würden Sie wahrscheinlich hergehen und hier wieder sagen, okay, Oberflächenzeichen wieder anklicken, wieder entsprechend ausfüllen. Das können Sie einfacher haben. Markieren Sie das Oberflächenzeichen, Rechtsklick, kopieren, Markierung aufheben, also irgendwo aufs Blatt klicken, Rechtsklick, einfügen. Sagen Sie, ich möchte das Oberflächenzeichen hier noch haben und hier und hier und ja, wurde noch zum Beispiel hier. Jetzt stimmt hier die Richtung nicht. Sie fahren auf den kleinen grünen Punkt und einfach bei gedrückter Maustaste einfach mal die Richtung umkehren und dann sieht das Ganze schon mal so aus. Hier könnte man es irgendwie wegziehen, wie auch immer. Also, nutzen Sie die Möglichkeit, solche Symbole, wenn Sie immer wiederkehrend gleich sind oder ähnlich, nicht immer neu zu generieren, sondern ein Stehendes zu kopieren und einfach einfügen und dann einfach klicken und entsprechend platzieren. Dann noch ein Hinweis, wird Sie jetzt nicht so oft treffen, aber vielleicht stoßen Sie mal drauf. Und zwar, wenn Sie einen Schriftkopf haben, wollen da ein Logo einfügen. Dann machen Sie es ja am besten in der Vorlage drin. Sie können es aber auch in jeder Zeichnung von neu machen, wenn Sie wollen. Sie gehen da rein und sagen, eine Definition bearbeiten. Soweit noch kein Problem. Sieht bei mir etwas wild aus. Das ist von meinem Zeichnungsverwaltungssystem, kommt das Ganze hier. Und dann würden Sie sagen, hier oben, ich möchte bitte ein Bild einfügen. Ein Bild hierher. Suchen Sie sich das Bild, das wäre in dem Fall das hier. So, es ist das Allerwichtigste in dem ganzen Vorgang, dass Sie diesen Haken da unten rausmachen. Wenn Sie den Haken drin lassen, bedeutet das, das heißt eigentlich Verknüpfung, ja, da hat Autodesk den Text, die Textbox ein bisschen kurz gemacht, weil die normalerweise heißt die wahrscheinlich Link, deswegen war die Länge okay. Diese Option bedeutet, dass der Inventor die Bilddatei nicht innerhalb der Zeichnung speichert, sondern ein Verweis zum Originalbild auf der Festplatte, also zu dieser Datei hier. Wenn Sie die Datei jetzt verschieben, umbenennen oder löschen oder sonst was mitmachen und der Inventor findet die nicht mehr, wird er bei jedem Öffnen, jeder Zeichnung, wo diese Verlinkung drin war, eine Meldung bringen, dass er das Bild nicht mehr findet. Das ist eigentlich sehr nervig. Deswegen den Haken rausmachen. Ja, da haben Sie hier ein Bild drin. So, wunderbar. Gehe hier raus und dann passt es soweit. Dann gehen wir mal weiter in Richtung Baugruppe. Ich habe hier eine Baugruppe, da ist eine Unterbaugruppe. So. Da ist eine Unterbaugruppe und in der Unterbaugruppe wiederum sind eigentlich logischerweise Teile. Und ich möchte jetzt dieses hellblaue Teil hier, das möchte ich ändern, das hier. Und zwar genauer, ich möchte die Breite des Langlochs innerhalb des Teiles ändern. Jetzt wäre das
Ja, leider Gottes häufige Vorgehen, wo ich sehe, ist Doppelklick Baugruppe rein, Doppelklick Teil rein, und jetzt suche ich hier einen Baum irgendwo, das Langloch. Ja, was bei fünf Elementen, fünf Features jetzt nicht so schwer ist, aber wenn es etwas länger ist, der Baum, ist er kaum mehr zu schaffen. Und zudem muss ich die ganze Zeit Doppelklick, 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 bis ich mal beim Teil bin. Ja. Machen Sie es anders, machen Sie es folgendermaßen. Sie sind in der obersten Baugruppe. Sie wählen hier oben bei den Auswahlfiltern Element auswählen. Ich mache es aber eigentlich nie so. Ich mache es folgendermaßen. Umschalttaste, also die Großschreibtaste, rechte Maustaste. Und sage jetzt hier, ich möchte den Elementfilter wählen. Klick direkt das Langloch an. Rechtsklick, Skizze bearbeiten. Jetzt springe ich direkt aus der obersten Ebene in die Skizze in dem Teil drin. Ändere das Maß ab. Beende das Ganze und beende die Bearbeitung. Und jetzt springe ich auch wieder durch das Beenden der Bearbeitung zurück in die oberste Baugruppe. Das heißt, ich bin jetzt gerade von der obersten Baugruppe in die Unterbaugruppe, in das Teil, in die Extrusion, in die Skizze, was normalerweise, was ich, 5, 6, 7, 8 Mausklicks bedeutet. Habe das geändert und bin wieder raus und bin wieder sofort zurück in die oberste Ebene. Das halte ich schon für eine wichtige Sache. Ein anderer Punkt, der mir häufig auffällt, wenn ich jetzt dieses Teil auswählen möchte zum Öffnen und bin hier auf dem Komponentenfilter und wähle es hier aus, dann wähle ich ja nur die Baugruppe aus, nicht das Teil. Wenn ich jetzt sage Öffnen, mache ich ja die Baugruppe auf, die möchte ich ja gar nicht. Ich möchte das Teil haben. Nutzen Sie hier die Möglichkeit, Umschalt, rechte Maustaste, Bauteilpriorität. Sie wählen das Teil, Rechtsklick, Öffnen. Und haben jetzt das Teil separat aufgemacht. Also auch hier, Sie müssen sich nicht durch eine tiefe Baugruppenstruktur durchklicken, indem Sie 30 Mal Doppelklick machen. Wenn Sie mit diesen Filtern arbeiten, können Sie relativ entspannt Teile aufmachen, Elemente in Teilen bearbeiten und so weiter. So, das Teil hier sieht so aus, relativ simpel. Wir haben hier eine fesche Skizze. Und Sie haben ja gesehen, da war ein Langloch. Das ist das, was ich gerade die Breite geändert habe. Ich ändere jetzt mal das Maß hier auf 100, gehe raus und zack, Langloch weg. Sehen Sie jetzt das Langloch, das wurde unterdrückt. Gehe ich wieder rein, setze das auf 120, gehe da raus, dann sehen Sie Langloch wieder da. Das bedeutet, bis zu einem Maß von 120 macht es noch Sinn, das Langloch darzustellen, wenn das Maß kleiner ist die 120, muss das Langloch ausgeblendet worden. Weil jetzt zum Beispiel zeichnerisch gar nicht reingeht. Also wenn ich sich ausblende, bringt der Inventor immer eine Fehlermeldung, von wegen hier kann Skizze sowieso nicht mehr darstellen, weil es halt irgendwie nicht mehr hinhaut. Wenn Sie gerade im Entwickeln sind und öfters mal so rumspielen, Maße ändern, immer wenn Sie ein bestimmtes Maß auf einen bestimmten Wert setzen, kann ein anderes Element nicht darstellen. Sie wollen das andere Element aber nicht dauerhaft löschen. Dann machen Sie Folgendes. Sie wählen dieses Element, die Extrusion zum Beispiel, wo das Langloch ist, rechte Maustaste, Eigenschaften. Sie sagen hier unterdrücken, wenn, Sie sehen, wenn der Parameter Breite, das ist das Maß 120 oder was es gerade ist, ja, wenn der Breite kleiner ist wie 120, das heißt, sobald das Maß unter den Wert 120 geht, wird dieses Element automatisch unterdrückt. Ist es größer wie 120, wird automatisch die Unterdrückung aufgehoben. Ja. Also nutzen Sie so Sachen, wenn Sie häufiger mal Fehlermeldungen haben. Sie wissen zwar, ja klar, ich mache ein Maß kleiner zum Testen, kriege immer eine Meldung, dann unterdrücken Sie das fehlerverursachende Element, dann haben Sie es einfacher. Muss gucken, mir läuft die Zeit ein bisschen davon. Das zeige ich Ihnen noch. Ich habe hier noch schöne Sachen auf der Liste. Ich möchte Ihnen aber auf jeden Fall Folgendes zeigen noch. Wir haben hier diese Baugruppe und ich habe eine Datei weiter, immer die gleiche Baugruppe. Und jetzt ist die Frage einfach die, ja, sind die Baugruppen identisch oder sind sie nicht identisch? Hier kann man ja viele Sachen ranziehen. Also man kann gucken, ja, ist es Volumen oder das Gewicht das gleiche bei einer zu anderen oder
die Stückliste vergleichen und, und. Ich möchte jetzt einfach die Zeichnungen dieser beiden Baugruppen vergleichen. Und das macht man folgendermaßen. Ich aktiviere mal hier die erste Baugruppe, gehe hier rein und mache eine neue Zeichnung. Mache eine neue Zeichnung dieser Baugruppe. So. Und was jetzt wichtig ist bei dem ganzen Prozess, den wir jetzt machen, ist eine Sache. Wir gehen hier bei Anzeige rein und wählen Ausrichtung fest. So, wir machen hier mal drei Ansichten, erstellen und das war's. So, diese Zeichnung machen wir eigentlich nur temporär. Im Inventor brauchen wir die gar nicht. Was wir brauchen, ist eine DWF-Datei. Also ich gehe hier auf Inventor, exportieren als DWF. Sag hier, pack das Ganze mal bitteschön auf den Desktop, publiziere es, nenne es mal 1. Und jetzt gehe ich her in derselben Zeichnung und ersetze das Modell Klemme 1 durch das Modell Klemme 2, durch Modellreferenz ersetzen. Können Sie ja in einer Zeichnung ein Modell durch ein anderes austauschen, nämlich in dem Fall Klemme 2. So, jetzt mache ich wieder DWF-Datei, wieder exportieren, in DWF exportieren, diesmal nicht extra öffnen, und zwar wieder auf der Desktop mit dem Name 2. Es ist die eine Zeichnung schon in Design with View auf, das ist die Nummer 1, ja, das ist die 1 DWF, da oben sehen Sie es. Ich gehe auf Extras, Pläne vergleichen, durchsuchen. Und wähle jetzt die zweite DWF aus, die jetzt ja die Ansichten dieser zweiten Baugruppe enthält, durch dieses Modellreferenzen ersetzen. So, und jetzt sehen Sie hier, rot ist das, was bei der ersten drin war, und das grüne ist das, was bei der zweiten dazugekommen ist. Und da sehen Sie, bei der zweiten kippt dieser Halter, dieser Hebel etwas nach innen. Und so können Sie über das DWF-Format zwei Zeichnungen vergleichen. Es geht natürlich auch bei DWGs, um DWGs zu vergleichen. Ja, Sie müssen einfach aus den Dateien, die Sie vergleichen wollen, DWF-Dateien machen und können die im Design Review über Extras, Pläne vergleichen. So, wir machen mal noch eine Sache und dann muss ich leider Gottes aufhören, so leid es mir tut. Sie kennen vielleicht den Stücklisten oder die Stücklistenverwaltung in Inventor drin. Den können Sie prima nutzen, um iProperties zu bearbeiten. Ja, gehen Sie hier rein, blenden Sie die für Sie wichtige Spalten ein, hier mit der Funktion Spalten auswählen. Und dann können Sie direkt hier drin die Baudatennummer bearbeiten zum Beispiel oder die Beschreibung bearbeiten. Wagner reinschreiben. Ja. Das heißt, Sie ändern jetzt direkt iProperties des Teiles ab, und zwar über diese Liste, was ja viel einfacher ist, wie wenn Sie jetzt hier jedes Mal in die iProperties reingehen. Was ja viel schöner ist, Sie sehen ja hier, wenn Sie die Spalte Material einblenden, auch das Material. Jetzt weisen Sie hier einem Teil Material zu, nehmen Sie einfach den Namen eintippen, Stahl zum Beispiel, oder aus der Liste auswählen, kopieren den Eintrag, markieren die anderen Einträge, wo auch Stahl sein sollen, Rechtsklick einfügen. Jetzt werden überall die iProperties auf Stahl gesetzt, das Material. Das heißt, Sie müssen nicht das Material jedes Teiles einzeln in den iProperties ändern. Machen Sie es so, das geht schneller. Und was Sie jetzt auch sehr schön sehen, wenn Sie die Masse einblenden, überall dort, wo die Masse momentan nicht aktuell ist, ist ein Strich drin. Das heißt, wenn Sie eine Zeichnung machen und haben die Masse dort dargestellt, wollen Sie keinen Wert kriegen. Dann drücken Sie oben auf Masseeigenschaften aktualisieren und dann sehen Sie, wird automatisch in der gesamten Baugruppe die Masse aktualisiert. So etwas können Sie mit der Teilliste wunderbar machen. Also nicht nur, um Stücklisten irgendwie abzubilden oder so, sondern Sie können wunderbar iProperties editieren und so weiter und so fort. So, jetzt so eine Sache und dann komme ich zum Schluss. Und zwar haben wir hier einen Korkenzieher. Ja, habe ich nächstes auf den Schluss aufgehoben.
Und sagen wir mal, bei Kundenpräsentation oder für ein Dokument, für eine Doku, für sonst irgendwas, fürs Internet, macht man ja gerne mal bunte Bildchen. Und im bunte Bildchen machen sind alle 3D-Systeme ziemlich stark. Ja, Inventor mit seinem Inventor Studio und hat ja noch Showcase mit dabei und 3D Studio Max, also da können sie bald Hollywood-reife Filme erzeugen. Ja, was man aber gerne vergisst, ist ein Tool, um schöne Bilder zu machen, das nennt sich AutoCAD. Ich habe im AutoCAD diesen Korkenzieher reingeladen. Das ist hier. Und zwar, wenn Sie hier reingehen, einfach hier auf das A, dann neu Inventor-Verknüpfung, und da müssen Sie eine Vorlage wählen, eine AutoCAD-Vorlage, und im zweiten Schritt das Inventor-Modell. Dann haben Sie das Inventor-Modell reingeladen. Sieht da jetzt nicht so besonders toll aus. Sie gehen hier oben auf visuelle Stile verwalten, also das ist die Box visuelle Stile, die kriegen Sie über Rechtsklick, AutoCAD, visuelle Stile, müssen Sie halt einen Werkzeugkasten einblenden. Und was mir sehr gut gefällt, ist dieser Stil hier, skizzenhaft. Den aktivieren Sie und jetzt sieht das Ganze nämlich hier aus wie, ja, so von Hand skizziert. Können wir das BKS-Symbol mal noch schnell ausblenden. So. Jetzt sehen Sie wirklich so einen Effekt wie von Hand skizziert. Wenn Sie einen Screenshot machen in der Bildbearbeitung und ein bisschen Anti-Aliasing, dass die Kanten nicht mehr ganz so hart sind, dann kriegen Sie wirklich den Eindruck hin eines handskizzierten Modells. Und das macht meines Erachtens in Zeiten, wo jeder heute ein 3D-System hat und schattierte Bildchen machen kann, bald wieder mehr her wie das schattierte Bildchen. Mal zumindest, wenn es nur ein bisschen schattiert ist und nicht toll gerendert. Okay, das war's. Ich habe hier noch bestimmt noch mal ein Drittel mehr auf meinem Zettel stehen, aber wie gesagt, ich habe leider nur eine Stunde Zeit, nicht mal. Ich muss auch zum Ende kommen. Wenn Sie Fragen haben, hat Frau Ziegler die hoffentlich im Chat beantwortet. Soweit, ja. Wenn Sie Ihr Wissen weiter vertiefen wollen, wir bieten Schulungen an, und zwar von der Grundlagenschulung bis zu Profi-Themen. Also das bedeutet, ob Sie jetzt Rohrleitung, Kabelbaum, FEM, dynamische Simulation oder andere, ich sag mal, ja, Spezialanwendungen im Inventor Interesse haben, wir bieten dazu Schulungen an. Und das Zweite, was mir wichtig ist, Ihnen mit auf den Weg zu geben, ist die Sache methodisch. Das bedeutet, Sie haben mit Inventor ein sehr leistungsstarkes Werkzeug. Da sind viele Module drin. Mit der Product Design Suite haben Sie ja immer noch mehr. Das heißt, Sie haben einen richtigen Werkzeugkasten. Das nützt Ihnen aber nicht so übertrieben viel, wenn Sie die Werkzeuge nicht optimal für Ihre Bedürfnisse anwenden. Das heißt ja nicht, dass Sie der Inventor-Profi werden sollen und alles können sollen, aber Sie sollten natürlich die Sachen beherrschen, die Ihnen Ihre Arbeit leichter machen. Und dort können wir Ihnen helfen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie Ihre Arbeit besser machen können. Sie wissen selber am besten, was Ihr Ziel ist. Ich kann Ihnen aber zeigen, auf welchem Weg Sie am besten mit Ihren Werkzeugen ans Ziel kommen. Wenn Sie noch mehr Infos von mir brauchen oder was wissen wollen, schicken Sie eine E-Mail an jwagner@dressler.biz oder rufen Sie die Infoline-Nummer an von Mensch und Maschine oder natürlich auch katmesse@mum.de. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Teilnahme. Waren, glaube ich, sehr viele Leute. Freut mich, dass so viel Interesse bestanden hat. Ich hoffe, Ihnen hat es ein bisschen gefallen. Ihnen hat es vor allem ein bisschen was gebracht zu Ihrer Arbeit. Viel Spaß noch auf der CAD-Messe und einen schönen Nachmittag. Danke fürs Zuhören. Tschüss.